Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie sich wieder bei uns eingewählt haben. Bei mir ist die Christina Rose, Analystin bei iBusiness. Hallo. Mein Name ist Joachim Graf. Wir sprechen heute über etwas, was, glaube ich, jeden, der im Geschäftsleben unterwegs ist, ganz persönlich auftrifft, nämlich über Mitarbeiterwerbung. Und da gibt es ja inzwischen wohl eine ganze Menge an Problemen, die sich da aufstauen. Christina, du hast das analysiert. Ja, genau. Also das Stichwort War of Talents ist ja nun alles andere als neu, wird aber irgendwie immer dramatischer, hat man das Gefühl, weil es nämlich mittlerweile Studien gibt, die zeigen, dass die Unternehmen in der Hinsicht einfach noch sehr, sehr passiv sind. Und das erstaunt angesichts einfach der Dringlichkeit dieses ganzen Themas. Das ist schon ganz schön, ja, ernüchternd. Und ich habe letztens eine interessante Studie gelesen von Virtual Identity und Jobteaser, die herausgefunden haben, als sie einfach mal untersucht haben, wie so das Thema, die Situation im Mittelstand, es war der deutsche Maschinenbau, immerhin nach der Automobilindustrie der zweitgrößte Industriesektor, wie so der Status quo ist so bei ausgesuchten Unternehmen und ja, kurz zusammengefasst, recht ernüchternd. Die haben zwar sowas wie natürlich Karriere-Website, die aber nicht entsprechend den Ansprüchen der Generation Z gepflegt wird. Und selbst wenn sie auf Social-Media-Kanälen aktiv sind, dann ist das halt, ja, dann ist das der Facebook-Auftritt, der 10 Jahre alt ist, der natürlich diese Zielgruppe auch nicht erreicht. Instagram, TikTok-Fehlanzeige. Also, kurz zusammengefasst, noch mächtig viel Luft nach oben. Also nur, dass man sich das ja nochmal in die Erinnerung ruft. Also wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir einzelne Jobs nicht besetzen können, also Programmierer beispielsweise oder von mir aus auch Elektroniker, sondern wir haben ja ein strategisches Problem, nämlich dass immer weniger junge Leute in dieser Gesellschaft arbeiten, gleichzeitig auf der anderen Seite eine Menge von Menschen in Rente gehen, also der Arbeitsmarkt insgesamt schrumpft. Und es auch nicht genügend Leute nachkommen, also gerade was das Thema Zuwanderung angeht. Das war ja 2015, 2016 ganz, ganz gut. Da kamen auch viele Leute rein. Inzwischen ist das nicht mehr so. Und wir haben tatsächlich das Problem, dass wir Nachwuchs brauchen. Alle Unternehmen haben das. Es ist ein Thema, das sich tatsächlich auch verschärft. Also nicht sie nur sich gegenseitig die Mitarbeiter abwerben, sondern die Leute, die aus der Schule, die aus der Universität. Die Unternehmen tun da nichts oder zu wenig? Sie tun schon Dinge, aber im Grunde ist das so ein bisschen erstens solche Dinge wie, wie ich ja eben schon erwähnt habe, mit der Facebook-Seite. Und sie meinen halt einfach tatsächlich, wenn sie selbst solche Dinge tun wie viel Geld in Content-Erstellung stecken, ne, was ja wirklich auch sicherlich sehr viele Dinge fürs Employer-Branding tut. Am Ende bewerben sie den aber nicht. Und dann erfährt es keiner. Also die Hidden Champions sind da einfach tatsächlich sehr hidden. Das kriegt die Zielgruppe nicht mit. Und einfach tatsächlich auf solchen Kanälen wie TikTok oder Instagram unterwegs zu sein, ist jetzt ja nicht nur buntes Marketing machen, sondern einfach wird zunehmend erfolgskritischer. Einfach ihre Zielgruppe da abzuholen, heißt ja einfach ihren eigenen Geschäftserfolg damit eine Zukunft zu geben, so pathetisch wie das jetzt klingt, aber ohne Mitarbeiter keine Umsetzung der Projekte und der Aufträge. Du hast von Employer Experience gesprochen. Was ist darunter zu verstehen? Im Grunde heißt das im Wesentlichen ja nur, dass was wir ja irgendwie seit Jahren unter Customer Experience auch herunterbeten im Marketing, einfach der Fokus viel, viel stärker gelegt werden muss auf diese Mitarbeiterrekrutierung, Mitarbeiterbindung. Das heißt tatsächlich, der Kunde ist, tu das für deinen potenziellen Mitarbeiter, was du für deinen Kunden tun würdest, wäre dann so die Maxime. Also sprich, also solche Dinge wie,
was tut das Unternehmen fürs persönliche Vorankommen oder diese ganzen Aspekte, die den Talents ja so wichtig werden, so wie Nachhaltigkeit, auch solche Dinge wie Datenschutz, Qualitätsmanagement, da hat der Mittelstand wohl noch heftig Nachholbedarf. Hat er jetzt einen Nachholbedarf, den Mitarbeitern das anzubieten oder ihnen zu erklären, dass er das sowieso tut? Beides. Beides. Also das kannst du natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen bei verschiedenen Unternehmen sehen. Es gibt natürlich so Leuchtturmunternehmen, die Dinge schon tun und gut tun, wie diese Studien auch gezeigt haben, die das aber dann leider zu wenig kommunizieren. Und es gibt die Unternehmen, die leider beides zu wenig tun. Jetzt ist das natürlich, wenn ich als Schulabgänger mir überlege, irgendwo hinzugehen oder als Universitätsabgänger, dann habe ich große Marken im Kopf, weil die kenne ich natürlich. Ich will zu Google gehen, ich will zu BMW gehen. Das sind ja auch das, was Studien sagen, wo die Potentials hingehen wollen, nämlich zu den coolen Marken. Oder wenn man es im Bereich E-Commerce anguckt, die Menschen wollen dann zu Zalando gehen und nicht zu einem mittelständischen Versandhandelsunternehmen, auch wenn das eigentlich vielleicht möglicherweise sogar den interessanteren Job hat. Das heißt, ist es jetzt nicht am Ende doch ein Marketingthema für die Unternehmen? Auf jeden Fall auch ein Marketingthema. Und ich glaube, das ist auch eins der Hauptprobleme. Sie verstehen es zu wenig als Marketingthema. Das verbleibt ganz oft noch so in der HR-Abteilung und die kümmern sich ja seit Jahren, Jahrzehnten drum. Hat man so den Eindruck, ist so der Standpunkt dieser Unternehmen. Aber dass das ja so erfolgskritisch ist, dann ist es natürlich ein Marketingthema. Die Außendarstellung, die Wirkung, einfach diese ganze, ja, dieses Image transportieren, um auch nicht nur zu begeistern, sondern zu halten. Klar, das ist auf jeden Fall ein Marketingthema und wird es auch immer mehr. Auf jeden Fall. Also halten wir das nochmal fest. Das heißt, eines der zentralen Probleme, das mittelständische Unternehmen haben, ist, selbst wenn sie Stellen haben, die eigentlich geeignet sind für eine Generation Z oder eine Generation Alpha irgendwann mal, es weiß einfach niemand. Die Marken sind nicht so bekannt, außerhalb sozusagen dieser Kernmärkte. Ich weiß auch nicht, wer Marktführer bei Kugellagern ist oder was auch immer und ob das toll ist oder nicht, logischerweise. Und ist das jetzt etwas, wer muss da sich jetzt bewegen? Die Marketingabteilung muss sich bewegen, die entsprechenden Agenturen, müssen sich die HR-Abteilungen bewegen oder die Geschäftsführung? Ich denke dann alle letzten Endes zusammen. Also von wem der Impuls letzten Endes ausgeht, hängt sicherlich auch damit zusammen, wie die Unternehmenskultur einfach ist. Aber so dieses Image glaubhaft nach außen transportieren zu können, heißt ja auch, also auch wenn es schon so abgedroschen klingt, aber dieses ja gesamtheitlich zu leben im Unternehmen. Das heißt, das muss die Führung vorleben, das muss die HR-Abteilung transportieren, das muss das Marketing transportieren, kommunizieren. Also im Grunde betrifft diese Anforderung an das Employer-Branding ja so viel mehr, glaube ich, als Unternehmen gerade so auf dem Schirm haben. So, es ist eben kein HR-Thema, sondern eins der Kultur dessen, was sie sich künftig auch für ein Image geben wollen nach außen hin, was sie transportieren wollen, für was sie stehen wollen. Und das ist ja das, wonach diese Generation sucht, nach genau diesen Werten. Also ein ganzheitliches Thema, eines mehr, dass man sozusagen auf C-Level-Ebene diskutieren und klären muss und eben diese unterschiedlichen Dinge zusammenbringen. Das heißt, die haben ja einen Marketingauftritt, sie haben ja auch vielleicht sogar eine Unternehmensvision, sie haben sicher Employer-Branding-Seiten, Karriere-Seiten, wo beschrieben wird, wie toll das ist, wenn man da arbeitet. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich, wenn man sich Instagram oder TikTok oder andere Sites anguckt, schon auch den einen oder anderen, der da relativ rege ist, auch von Unternehmen, von denen man das
gar nicht so denkt, auch kleinere Unternehmen. Das heißt, da gibt es auch Cases, die man sich angucken kann. Ich glaube, der Punkt ist, die Generation Z oder andere junge Zielgruppen leben ja, denen ist das schon okay, wenn das jetzt nicht so geleckt ist, wenn da nicht 250.000 Euro Design in irgendeinem Webauftritt ist, sondern wenn das der Chef selber macht. Und Hauptsache, man kriegt nachher den so ein Ding zu sagen, das gucke ich mir doch mal an, vielleicht muss es ja doch nicht Google sein, vielleicht gehe ich dann doch lieber zu einem Softwareunternehmen um die Ecke oder vielleicht ich wollte ja eh irgendwas mit den Händen machen. Vielleicht Maschinenbau ist ja vielleicht doch das richtige Thema. Und am besten auch, ehrlich gesagt, so früh wie möglich, weil sich jetzt auch gezeigt hat, so also die Talents, je früher die ein Unternehmen kennenlernen und es auch positiv kennenlernen, desto eher sind sie ja auch geneigt, hinterher vielleicht das nach ihrem Studium, nach der Ausbildung als wirklich potenziellen Arbeitgeber auch in Betracht zu ziehen. Womit wir dann wieder beim Thema Marke sind und beim Thema Markenaufbau. Das heißt, Employer Branding hat ja was mit Arbeitgebermarke zu tun. Und das wissen wir ja alle, das ist immer ein langfristiger Aufschlag, selbst in 60 Sekunden auf TikTok. Die Links und alles, was dazugehört, wie immer unten beziehungsweise oben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.